Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt, ich möchte es kaum glauben, unsere Top 3 an. Jetzt Platz 3 für euch. Unser Platz 3, wer möchte es glauben, dass die Zeit so schnell verfliegt? Wir haben jetzt schon 21 wir haben schon viele Plätze hinter uns und haben nur noch 3 vor uns. Auf eurem Platz 3 ist gelandet Make-up und Foundation. Ja, die Grundlage eigentlich. Ne? Also die Grundlage für jedes Make-up. Candy, benutzt du Foundation? Nein. Also doch, tatsächlich heute benutze ich Foundation. Aber seit ich mir mein Bart laser, denn ich bin ja ein Mann mit Barthaaren, die laser ich weg. Ja. Und dann habe ich eigentlich eine sehr gute Haut, sodass ich nur noch eine BB-Creme oder eine CC-Creme benutze. Mhm. Und ich schaffe das sogar in Drag. Aber heute, da ja mit dem Studiolicht, ja, und da wirklich, braucht man schon ein da braucht man schon ein bisschen was Kräftigeres, sodass ich dann auch eine gute Foundation benutze. Ja, Chris, wie findet man denn, du als Experte, wie findet man den perfekten Ton für die Foundation? Weil das, finde ich, ist echt eine Kunst. Also den perfekten Ton ist auf jeden Fall ausprobieren. Auf jeden Fall nicht auf dem Handrücken. Das ist, weil ich kenne das, ich bin auch in der Drogerie und manchmal probiere ich einfach so hier was aus. Ist auch gut, aber auf jeden Fall, wenn ihr den richtigen Ton wollt, probiert es auf jeden Fall am Hals aus. Und nicht nur am Hals, sondern probiert es auch ein bisschen im Gesicht, wenn ihr könnt und ihr gerade ungeschminkt seid, dass ihr es euch ein bisschen im Gesicht auftragt, weil da tragt ihr die Foundation im Endeffekt. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass der Match zum Hals da ist. Mhm. Genau. Ich bin sehr gespannt, was unser nächster Talkgast zum Thema Match der Foundation zu sagen hat. Und hier ist nochmal für uns 24 Tim. Ja, Applaus für Tim. Hallo, hallo. Willkommen zurück. Hi. Mach dir bequem, setz dich zu uns. Wir sprechen hier über das Thema Foundation und Grundierung. Wir haben vorhin das schon mal ein bisschen angerissen. Du hast gesagt, du benutzt nicht zu oft Foundation, eher mal einen Concealer. Ja. Aber wenn du denn mal Foundation benutzt, wie machst du das? Also wenn ich Foundation benutze, willst du jetzt zum Auftragen was wissen oder? Alles, all deine Beauty-Secrets. Ach so, also auf jeden Fall nicht zu viel. Eher so, dass ich das auch ein bisschen mit der Tagespflege mische, damit es wie so eine BB-Creme ist. Nur BB-Creme an sich kaufe ich halt meistens nicht, weil ich immer das Gefühl habe, danach bin ich halt wirklich orange. Deswegen eher so Foundation ein bisschen mischen. Hört man mich gut? Ja. Okay, ja genau, Foundation so ein bisschen mischen mit der Tagespflege. Nicht zu viel, nicht zu oft, also meistens eher wirklich nur so Concealer, wenn irgendwie was ansteht, aber so für den Alltag eigentlich auch nicht wirklich. Ja, ich glaube, da hat auch jeder so irgendwie seine eigene Routine und seine eigenen kleinen Tricks. Wir sprechen jetzt aber mit einer echten Expertin und zwar von NYX, mit Viktoria Schulze und die ist uns... Die gute Vicky. Die ist uns zugeschaltet. Hallo Vicky, wie geht's dir? Hallöchen, mir geht's gut und wie geht's euch? Sehr gut. Uns geht's auch gut, wir sind total verblüfft, wie die Zeit hier rennt, aber so ja, ist das glaub's. Wir freuen uns aber, dass wir bei der Platz Nummer 3 angekommen sind. Es geht um Foundation und da bist du ja wirklich auch Expertin. Ja, ich denke schon. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben heute vorbereitet, euch eine Make-up-Routine zu präsentieren. Und zwar sind das 3 Steps, die wir für uns selber definiert haben, die man durchführen sollte, damit die Foundation perfekt aussieht und ein perfektes Finish hat und lange hält. Wichtig ist aber davor nochmal, dass man sich weil es gibt ganz viele verschiedene Hauttypen und entsprechend auch die Produkte, die man vielleicht vermeiden sollte oder die man bewusst verwenden sollte. Und dann noch die Frage, was will ich mit der Foundation eigentlich erzielen? Ihr habt es gerade gesagt, manche von euch möchten die Foundation nicht als eine Full-Coverage-Foundation haben, sondern eher für ein natürliches Finish. Und da gibt es natürlich noch super viele Unterschiede, die man, bevor man eine Foundation kauft, darauf achten sollte. Genau. Und um eine Foundation, sag ich mal, perfekt anzuwenden, ich habe es eben kurz schon erwähnt, sollten natürlich mehrere Produkte hinzugezogen werden. Und da haben wir 3 Steps für die perfekte Make-up-Routine definiert. Angefangen mit einem Primer. Ich habe eben schon kurz erwähnt, man sollte auf die Hauttypen achten. Bei Next Professional Make-up achten wir bei der Produktentwicklung ganz stark darauf, was man überhaupt für ein Hauttyp ist und entsprechend gibt es verschiedene Produkte für den jeweiligen Hauttypen passend.
Bei den Primern zum Beispiel haben wir auch einen Porefiller. Ich zum Beispiel bin eine Person, ich habe große Poren und muss entsprechend auf diesen Porefiller zurückgreifen. Der hat diese Poren im Gesicht sichtbar kaschiert und mir ein mattes Finish gibt. Und dann gibt es den Step Nummer 2, das ist die Foundation. Und da verwende ich persönlich immer je nach Jahreszeit unterschiedliche Foundations. Und ich glaube, ihr habt die Cancer Bone Stop Foundation bei euch stehen, oder? Genau, wir haben die Cancer Bone Stop. Ja. Full Coverage. Ja, genau. Ich liebe die Foundation zu Winterzeiten. Weil im Winter fühle ich mich persönlich nicht so wohl in meiner Haut. Im Sommer ist man natürlich gebräunter und sieht irgendwie besser aus und traut sich auch keine Foundation mal zu verwenden. Und für den Winter verwende ich persönlich auch immer die Cancer Bone Stop Foundation, die einen Full Coverage Finish hat, aber trotzdem eine sehr, sehr leichte Formel. Und wir haben hier auch bis zu 45 verschiedene Shades, weil wir auch darauf achten, dass wirklich jeder Hautton sein perfektes Produkt findet. Und darauf sind wir unglaublich stolz, weil wir wirklich von ganz, ganz hell bis ganz, ganz dunkel jede Hautfarbe im Prinzip abdecken. Und das i-Tüpfelchen von der Foundation, jetzt auch zur momentanen Maskenpflicht, ist die, dass die Formel wasserfest ist. Und diese wasserfeste Formel in Kombination mit unserem letzten Step, unser Setting Spray, fixiert die Foundation auf dem Gesicht, weswegen, wenn man leicht anfängt zu schwitzen, eine Maske trägt oder einen Hijab trägt, diese Foundation nicht abfärbt. Und ja, kurz zusammengefasst ist das unsere Make-up-Routine. Vicky, du bist ja nicht nur Make-up-Expertin, sondern du bist ja auch aktuell die Brandmanagerin bei NYX. Und was mich brennend interessiert, denn es sind jetzt besondere Umstände irgendwie, was sind denn so die nächsten Sachen, auf die wir uns freuen können für NYX? Was kommt so im nächsten Jahr? Was darfst du schon verraten? Es kommt noch in diesem Jahr was Cooles, was Spannendes. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Zwischen den Jahren wird auf jeden Fall ein Herzensprojekt nochmal von uns veröffentlicht werden. Und nächstes Jahr haben wir viele coole Kooperationen auch noch mit anderen Brands. Mehr kann ich jetzt in der Hinsicht nicht sagen, aber es wird spannend bleiben. Und was kommt da zwischen den Jahren? Kann man da schon so einen kleinen Teaser bekommen? Auch noch nicht, aber bald werdet ihr davon erfahren. Ist das schon bei mir? Aber es wird was sehr Schönes sein. Wahrscheinlich nicht, sonst wüsstest du es, ja, oder? Wahrscheinlich ist nur, ich schaff's nicht immer sofort zur Post zu gehen. Es wird immer beim Nachbarn abgegeben. Ah, okay. Also bei Candy wird es dann wahrscheinlich schon ankommen, dann zwischen den Jahren, oder? Ich hoffe doch. Das auf jeden Fall, ja. Na, da bin ich gespannt. Also, ich sogar schon bald. Was hat sie gesagt? Schon sehr bald wird es bei dir, okay, ankommen. Vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk schon für dich. Schön. Vielen Dank, Vicky. Wir freuen uns und halten uns auf. Danke euch. Und sind gespannt, was da bald kommt. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, bis bald. Tschüss. Danke euch. Ciao. Ja, Foundation, natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch super schwierig, so den richtigen Foundation-Match zu bekommen. Mhm. Deswegen gibt es auch super viele Marken, die inzwischen gelernt haben, dass man das Ganze auch online machen kann und man sich die perfekte Foundation online matchen kann. Funktioniert das? Das funktioniert ganz gut, habe ich auch schon bei verschiedenen Brands versucht, tatsächlich. Okay, ja. Und von zu Hause, da lädst du ein Foto hoch oder bist du in der Kamera und dann kannst du das ausprobieren. Und es war immer sehr, sehr, sehr genau bei mir tatsächlich. Ich finde es immer schwierig, Winter, Sommer. So, du hast irgendwie was Gutes für den Sommer gefunden, weil du halt ein bisschen gebräunt bist und dann kommt der Winter und dann ist es auf einmal viel zu dunkel. Und deshalb habe ich nämlich Chris dich vorhin gefragt, wie findet man seinen eigenen guten Ton? Also man muss eigentlich zwei haben, ne? Eigentlich muss man zwei Töne haben. Ja, also ich empfehle schon immer so zwei, drei Töne zu Hause zu haben, weil manchmal, also hat man Bock auf Self-Tan oder einfach mal einen Shade dunkler zu sein und mit einem Concealer heller zu konturieren. Deshalb auf jeden Fall, ich empfehle immer zwei bis drei Töne seiner Lieblingsfoundation zu Hause zu haben, sodass man sich seinen Ton immer optimieren kann und mischen kann vor allem. Ja. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass man einen Sonnenschutz trägt. Ne? Also ganz, ganz viele Foundations, auch von NYX, haben inzwischen einen Sonnenschutz mit eingebaut. Der ist mit drin in der Formel. Und wenn das bei irgendeiner Foundation mal nicht sein sollte, mein Nummer 1 Tipp, tragt eine Sonnencreme drunter, am besten eine, die ein bisschen leichter ist. Und das könnt ihr dann auch als Primer für die Foundation benutzen. Mhm. Ja. Tamara, hast du noch einen letzten Tipp für uns? Aus deiner eigenen Routine? Tipp? Nee, aber ich liebe die Foundation, die verwende ich immer. Ja? Ja. Also auch eher deckend für dich. Du, ja, ich bin auch full. Ich bin full coverage immer. Ja. Ja. Krass, man sieht es gar nicht, weil es sieht sehr natürlich find aus. Finde ich auch. Ja, ich tue auch nicht zu viel, aber schon überall. So. Doch, obwohl ich tue schon viel. Ja, doch. Ja, sehr schön. Also das war unser Platz Nummer 3, Foundation.